Hey, meine Rare Bauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute zusammen mit der Linsky. Hallöchen. Hallo. Hallo. Wir haben heute hier ein Spielfeld. Und zwar haben wir 8 Blöcke nebeneinander und danach mal 10 in die Länge. Das heißt 10 mal 8 Leute, also insgesamt 80 solche Felder. Und die eine Hälfte davon, ja, sind Belohnungen, wie zum Beispiel brandneue Creeper-Schusswaffen oder fette neue Schwerter oder fette Rüstung, auch eben Sachen zum Ausrüsten. Die andere Hälfte sind Bestrafungen, die ich noch nicht verraten will, aber wir haben auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viele verschiedene Bestrafungen. Wir wissen aber nicht, was in welchem Feld ist. Und ja, wir müssen uns halt ausrüsten, Leute. Das ist die Sache. Elina, bist du bereit? Ich bin richtig bereit, ja. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr eine positive Bewertung abgebt. Und wir fangen jetzt an, Ladies First. Elina, du darfst dein erstes Feld aussuchen. Einfach so aussuchen? Ja, wir gehen Reihe frei, würde ich sagen. Oder erst Reihe, let's go. Ups. Das sollte das sein. Nein, es ist auch noch ein gutes Feld, Alter. Was hast du drin? Ein Fireball Gas Fireball Launcher. Also ich Alter, wahrscheinlich Gas oder so. Gaskanone. Ja. Also Gaskanone. Okay. Ja, Lina, achso, ich wollte sagen, wie kommt man jetzt so wieder hoch? Meine, wir haben halt Trampolins, damit wir wieder halt nach oben kommen, falls man nicht sterben sollte. Okay, ich bin dran. Jetzt stehen die Chancen für mich natürlich schon ein bisschen schlechter, du hier. Ich nehme, glaube ich, genau das daneben, das hier. Ha! Jawohl! Oh! Lava-TNT-Boots. Krass. Okay, nur die sind ehrlich gesagt nicht so krass, die haben Einrüstungspunkt. Okay, wir müssen nach oben, Leute, mit dem Trampolinski. Trampolinski. Okay, zweite Reihe, Lina, let's go. Ja, ich weiß, welches ich nehme. Das hier. Nein! Haha, Stacheldraht. Okay, das war der erste Tod für Elina. Mhm. Ich nehme das hier, glaube ich, hier. Let's go. Oh nein! Aber ich bin nicht gestorben. Ja, wenigstens etwas. Es war eine Semi-Niete sozusagen. Ja. Okay, eigentlich wäre es jetzt clever, wir machen weiter die Reihe. Ist ja clever, jetzt sind ja zwei Fallen raus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was Richtiges kriegt, umso höher. Okay, als erstes wollte ich das Orangene nehmen. Und jetzt sehe ich... Oh, hätte ich mal das Orange am Anfang genommen. Oh, Alter, so, ich habe ein Schwert bekommen. Echt? Jo, ein Regenbogenschwert. Ja. Yeah. Okay, na gut. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4... 5 Felder, davon gibt es 3 richtige. Nee, doch, 3 richtige. Da ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so verkehrt, Alter. Ich mach hier das Holzding, glaube ich. Nein, Mann, vergiftete Schleimsuppe. Hä, die gibt mir Vergiftung, ich krieg gar keinen Schaden. Du bist unsterblich. Ist echt so, ey. Oh Gott, Leute, mir wird ganz übel hier von der so. Oh, doch, jetzt krieg ich Schaden. Ich kann mich gegenheilen, gar kein Thema. Ah, easy. Boah, der wird ganz schwindelig, Mann. Mann, auf. Mann. Okay, du bist dran, Edina. Ich habe leider nichts bekommen. Okay, ich nehme nochmal Quarz. Okay, zeig. Oh! Oh, Mann. Oh, ich habe auch noch ein halbes Herz, ey. Weißt du was? So, okay. Jetzt sind wir dran. Edina hat schon eine Falle entschärft. Das ist natürlich ganz praktisch. Mhm. Wir nehmen hier... Ich nehme auch Quarz. Oh, ja, Mann. Oh, Bad Boy, ich habe wieder Schuhe. Die sind zwar geil, also ich will mich nicht beschweren, das sind schon ganz geile Bootletten, aber ich habe ja schon Schuhe gehabt, ey. Oh Mann. Nicht, dass ich ohne Waffe am Ende dastehe. Ich habe schon zwei. Gib mal eine ab, ey. Ja, aber du hast Nahkampf und Fernkampf, das ist eigentlich perfekt. Okay, ich nehme jetzt das Brick-Teil hier. Mach. Ja. Yeah. Oh, jetzt habe ich noch eine Fernkampfwaffe, ein Creeper-Launcher. Oha, Alter. Creeper-Launcher, okay, der schießt Creeper. Okay, wir nehmen Holz ganz links, Leute. Let's go. Nein, ich habe schon wieder Wasser, ey. Oh mein Gott. Verdammt, Mann, Leute. Jetzt wird's also langsam, ne? Wir haben jetzt schon 4 Etappen. Langsam wird's eng jetzt hier, sage ich mal so. Okay, du bist wieder dran, Elina. Endermann. Yo, endlich meine ersten Schüchen. Die Chance ist immer 50-50, Mann. Wie kann das sein, dass du das jedes Mal triffst? Ja, ich bin halt glücklich. Wir machen hier diese Ziegelstein. Nee, oder? Was war hier drin? Nee, das ist unwahrscheinlich. Zwei miteinander. Wir machen Ditte hier. Nee. Wir machen links. Wir machen links. Wir machen Bedrock. Let's go! Yeah, Mann! Richtig umentschieden. Alter.
Jawohl, ich habe ein Schwert, aber ich glaube, das ist das Schlechteste. Das hat nämlich nur 9 Damage. Wie viel hat deins? Oh, 14. Jo, Alter, 5 mehr. Okay, da haben wir tatsächlich ein relatives Problem, Alter. Dann nehme ich jetzt nehme ich ganz links Holz. Zeig. Hä, das ist jetzt aber langsam echt krass. Wie viel hattest du jetzt richtig hintereinander? 4, ne? 1. Bei dem, was wir wiederholt hatten? Und dann nochmal 3 hintereinander oder so, ne? Nee, ich habe 2 falsch gehabt, glaube ich. Ja, das hast du 3, aber okay, dann hast du nur 3 hintereinander. Ich habe 5 Sachen, ja. Aber 3 ist ja auch heftig. Ja, ist schon krass. Das ist 0,5 mal 0,5 mal 0,5. Das heißt, das ist 10% ungefähr, Pi mal Daumen. Oh, los! Ja, Mann! Ja, Mann! Hallo, Elina. Was hast du bekommen? Warte, zeige ich dir gleich. Du hast ein krasses Schwert bekommen, das habe ich schon gesehen. Oh nein, wie viel Damage hat das? Ein grünes Laserschwert. Wie viel? 99. Never! Alter, jawoll, ey. Oh. Von 9 auf 99. Das lasse ich mir mal loben, ey, in der Geschichte, du. Oh, ist schon ganz gut. Okay, dann nächste. Dann nehme ich hier mal Neta. Wir sind bei der... Oh, nein! Ja, die Lava, okay. Wir sind bei der 6. Bei der 7. 7, 8, 19. Ja, bei der 7 sind wir. Ich nehme Sandstein. Go! Ja, Mann, jetzt habe ich aber auch eine krasse Streak, ne? Aha. Dia-Helm, Alter, let's go. Wie ist meine Streak jetzt? Ich habe gar nicht mitgezählt, aber die war auf jeden Fall auch relativ heftig, Alter. Okay. Ja. Cobblestone. Ja. Okay, richtig. Brustplatte. Geil. Ich nehme hier diese Prismarin-Dinger. Oh, oha. Ich nehme eine komische Waffe. Ich habe auch schon richtig viele jetzt in Folge, richtig. Ich habe hier das Baguette, Alter. Ich habe eine Baguette-Waffe. Alter, die sieht voll cool aus. Ja, das ist eine Waffe. Geil. Nimm das, Elina. Aua. Mit dem Baguette. Jo, hä, das hat eine Haltbarkeit von 3 oder so. Ich kann das 3-mal benutzen. Broke, ey. Ich habe eine Waffe kaputt gemacht. Okay. Vorletzte Etappe. Ey, wir haben voll viele Quatsch. Fallen noch gar nicht gehabt, glaube ich. Quatsch. Ein Quatsch. Achso, hier ist Quatsch. Bumm. Oh. Oh, noch eine Chestplate. Ja, was bräuchte ich denn? Ich bräuchte eine Chestplate tatsächlich. Das wäre es jetzt, Leute. Wir nehmen hier. Ziegelheim, Marinius. Ziegel! Oh, lang! Ich hab schon wieder Schuhe! Oh no! Oh, das ist jetzt aber kompliziert, Leute. Ach nee, warte, ich kann ja gucken. 3. Ja, hä? Das ist jetzt voll schwer. Weil guckt mal, das hat halt 8 Rüstung, das hat 3, aber dafür hat das mehr Rüstungshärte. Die Frage ist, ist Rüstungshärte genauso viel wie Rüstung, Elina? Weißt du das? Nee, keine Ahnung. Oh, das Rüstungshärte nicht sogar besser oder schlechter? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie da der Unterschied ist, aber das hat insgesamt 14 und das hat insgesamt 13, also nehme ich mal das. Stärker als Bedrock-Rüstung. Nehme ich. Okay, Elina, du bist wieder dran. Mhm. Nehme wieder Sandstein. Okay. Alter, sorry. Ich nehme Holz. Ich hatte noch nie Holz. Alter, ich lasse dich live zugucken, wie ich meinen OP-Loot bekommen werde. Machst du einen Salto? Jo, mach ich. Nee, da kriege ich sterbe am Fallschaden. Aber nicht, wenn ich da einen Bedrock-Block, Trampolin-Block direkt platziere. Und... Oh, das war zu früh. Das war, ja. Überlebt. Und? Ja, Mann, wichtig, Alter. Eine richtig heftige Hose, Alter. Oh, Mist. Hey, Lien, du hast jetzt mal Real Talk. Du hast absolut keine Chance. Ich habe eine mega heftige Rüstung, ein viel besseres Schwert. Aber du hast dafür diese ganzen Launcher-Waffen. Hm, wollen wir einen Tausch machen, Elina? Nein. Herr Lien, du hast verloren, wenn du nicht tauschst. Ja, ich will eine Waffe gegen... Nee, weil Waffe kriegst du die. Nee, dann nicht. Okay, dann nicht. Ja, warte mal, wir haben da nicht alle Fallen gezeigt. Es gibt ja noch Fallen, die hat man da gar nicht gesehen. Doch, Stacheldraht kennen wir schon. Dann gibt's hier noch... Hier, die hat man zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Die macht nicht so viel Schaden, Alter. Oh nein, jetzt kommen wir gar nicht hier raus. Kann man das abbauen? Saved. Okay, was gibt's noch für Waffen? Oh nein, warte, ich muss hier kurz eben rauskommen. So, was gibt's noch für Waffen? Für Fallen, meine ich. Das war eine richtige... Lass mal gucken, was da drin ist. Okay, das war eine Brustplatte. Ich hätte halt gerne so eine heftige Distanz. Ich finde gerade nur richtige. Ah, guck mal, ein Riesentrampolin gibt's hier. Oh, Riesentrampolin gibt's auch? Ja, hier. Warte, ich will es selbst finden. Ha, hab ich. Springt man dann höher? Nee, glaub nicht, oder? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus, ne. Es steht 0-0, der Sieger. Also, man muss 3-mal gewinnen, um zu gewinnen. Let's go. Man muss gewinnen, um zu gewinnen. Ich habe gar keine Wissen. Zeig mal, was du kannst. Das ist jetzt... Oh!
Oh, ich dachte, ich hätte dich gekillt. Hey. Hey, jetzt ist uns hier gar nichts ab, Elina. Oh, okay, vielleicht doch. Ah, das war die Gaskanone, ne? Ja. Oh, die ist ganz schön heftig, Alter. Okay, oh yeah. Komm her. Oh nein! Nein! Ich bin irgendwo in ein Loch gefallen. Und dein eingesprengtes, ja. Oh, okay, die Waffe ist zu OP, wir nehmen andere Waffe. Wir nehmen das Baguette, Alter. Let's go. Und als Backup. Ich habe nur zwei Waffen, müssen wir die nehmen. Okay. 1-0, Elina. Ja. Ich mach kurz was. Ey! Nimm dein Baguette Power! Okay, Baguette K.O. Und ich glaube, ich habe gerade mega gesabbert. Ich hab deine Knarren, Emilina, die sind doch OP. Ach so, aber ich. Alter! Spielen, weil dann gewinne ich nämlich immer, wenn ich mit denen war. Nein! Oh mein! Was war das denn? Ich hätte mich mega geil safen können mit dem Trampolin, aber ich habe die Skills nicht. Alter Schwede! Oh, was hast du jetzt vor? Willst du einen Trampolin-Fight? Ja. Hey! Ich dachte, du mich in so eine Falle reinschießt. Das wäre tatsächlich. Oh, boah, zum Glück keine Falle, Alter. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin noch da, wo ich davor war. Ich versteck mich. Hey. Du weißt, wo ich bin. Oh, hier sind ein bisschen viele Creeper-Rinios. Ah! Oh Gott, mich darf ich jetzt so eine Kiste looten, wenn ich hier einen hab? Alter, Blade of Tartarus. Du hast dir ein Tunnelsystem gebaut. Du hast mir das gesprengt. Alter! Oh mein Gott, war das krass! Das hat. Okay, Leute, wir müssen doch. Das war übel krass. Das war echt mega heftig. Ja. Dürf nichts dem Zufall überlassen, Leute. 2-2. Beide haben noch ein Leben. Ich werde jetzt spammen, Dina. Das ist dein einziger. Das wird doch noch spannend, Alter. Bist du, wo bist du, wo bist du? Oh nein, jetzt ist hier so ein blöder Creeper hier auf meinem Ding. Na, ja, geh weg. Oh! Yeah! Du warst so abgelenkt, du Dulli. Mann. Jetzt war einfach gespammt, Alter. Und zack, tot bin ich. Aber zu spät, wir haben bereits gewonnen. Guck mal, jetzt. Ja, mal, der Creeper hat Spaß, Alter. Der jumpt auf dem Trampolin. Geil. Explodiert der, wenn ich mit ihm jumpe? Au! Oh nein, da hat irgendwer auf mich geschossen. Oh, jetzt ist der Creeper weg. Ey! Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Wenn ja, dann lass unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Abonnier direkt auch den Kanal, wenn du schon mal dabei bist. Und du kannst zum Abschluss jetzt auch auf die Mitte deines Bildschirms klicken, wenn du direkt zur nächsten Minecraft-Episode von mir kommen willst. Bis dahin, euer Benson. Tschüss. Ciao.